Agnes kommt die Scrub. Yes, sie kommt zurück zu. Zu Hause, I guess. Oh, diese Musik. Die war ziemlich sicher damals nicht im Spiel drin, aber. Goddammit. Darauf habe ich lange, lange gewartet. Ihr wahrscheinlich auch. Wir spielen heute SCP Containment Breach. Und schauen, wie das gealtert ist. Oh, ey. Ich weiß, ich fand das lange Zeit, lange, lange Zeit, vor allem zu der Zeit, wo ich selber noch nicht so viel Horrorkrams hochgeladen habe, das mit Abstand gruseligste Spiel, das jemals existiert hat. Und ich habe das gute Gefühl, dass es den Flair und die Atmosphäre immer noch genauso beibehalten hat und wir hier heute ziemlich langsam werden. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie es gealtert ist. Das hier ist die Ultimate Edition Reborn oder irgendwie sowas. Es gibt eine Steam-Version, aber da gibt es anscheinend ein bisschen Drama und anscheinend ist die Steam-Version von irgendeiner Person, die ursprünglich nichts mit dem Projekt zu tun hat, einfach neu hochgeladen worden und sowas, damit er ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt oder so. Was immer ein bisschen schwierig ist, weil die ganzen SCP-Sachen haben, glaube ich, prinzipiell kein Copyright, weil das einfach so ein Community-Projekt ist, weil jeder im Endeffekt machen kann, was er will. Und das hier ist anscheinend so ein wirklich ein Liebesbrief an das Grundspiel gewesen, wo es einfach mal exakt das Spiel von damals und einfach neu aufgearbeitet haben und ich glaube auch ein paar Bonus-SCPs reingemacht haben. Keine von den Hauptmonster-Sachen, die sind immer noch die gleichen wie früher, also keine Sorge. Wir werden immer noch von der Statue verfolgt, von dem alten Mann, ihr kennt die ganzen Sachen. Aber so ein paar coole Nebensachen sind anscheinend dazu gemacht worden. Sonst läuft es halt einfach viel besser und bla bla bla. Ich werde es euch unten verlinken, ist auf, glaube ich, ModDB oder sowas. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das damals als eines meiner allerersten Spiele überhaupt, glaube ich, auf dem Channel hochgeladen. Ein paar Wochen, nachdem ich den Channel gestartet habe. Ich hatte extreme Angst. Und ich hoffe, dass ein bisschen von den Feelings hier auch immer noch ein bisschen rüberkommen kann. Oh, goddammit. Ey, die haben richtig guten Nerv getroffen mit der Musik. Das war damals nicht die Menümusik. Die war damals einfach ein bisschen. Ich habe so einen No-Copyright-Basic-Horror-Song, der aber sehr gut gepasst hat hier. Aber das ist jetzt so ein bisschen Cry of Fear-Vibe, ne? Oh, ist gut. Das gefällt mir. Ich mach die Musik mal lauter. Gibt's die Musik? Ist nur für Musik? Ja, ich glaube schon. Oh, hell yeah. Wer überhaupt nicht weiß, worum es hier geht. Super kurze Zusammenfassung, könnt ihr gerne skippen, wenn ihr wisst, was SCPs sind. SCPs sind quasi eine... Ja, zumindest war es lange so eine erwachsenere Form von Creepypastas, wo es im Endeffekt darum geht, dass alle... Das in dieser hypothetischen Welt gibt es eine Organisation, die sehr viel... Blut, Schweiß und Tränen da reinsteckt, alles Übernatürliche und alles, was in irgendeiner Form nicht in die Öffentlichkeit geraten sollte, halt irgendwie einzudämmen und zu sammeln und in irgendeiner, entweder in irgendeinem riesigen Gebäude oder in mehreren Gebäuden auf der Erde halt einfach dort verstecken und versuchen halt einfach zurückzuhalten. Das können Sachen sein von Wesen, die die Erde beenden können, von irgendwelchen fehlgeschlagenen wissenschaftlichen Projekten, durch die Sachen entstanden sind, die gefährlich sind, oder einfach, keine Ahnung, eine Münze, die halt jedes Mal auf Kopf landet oder sowas. Oder eine Glocke, wenn man die läutet, kommt irgendein Geister-Butler und bringt dir jeden Gegenstand, den du willst. Die Sachen gehen halt von weltenverändernde Gottheiten, die absolut alles vernichten werden, die meistens ein bisschen langweiliger geschrieben sind, zu verdammt gut geschriebenen Konzepten und Ideen, die unfassbar unheimlich sind, wenn man drüber nachdenkt. Also wie gesagt, einfach Creepypastas, die alle in einer Welt spielen und die präsentiert werden, als ob es halt in einem Bericht geschrieben wurde von irgendeinem Wissenschaftler, der diesen Gegenstand untersucht. Es gibt da extrem gut geschriebene Sachen und der Qualitätsstand ist meistens welten besser als bei Creepypastas und anderen Sachen. Aber in dem Spiel bin ich halt eine von den Testpersonen, die halt erzwungenermaßen von so einer Organisation halt gefunden werden muss, damit man halt gefährliche Sachen testet, müssen halt irgendwelche Menschen dahin schicken, um zu sagen, hey, okay, geh mal zu dem Ding und frag mal, was es von dir will und vielleicht stirbt man dann halt oder sowas. Und hier spielen wir halt eine von diesen Personen, die meistens irgendwelche zum Tode verurteilten Verbrecher oder Gefangene oder irgendwas sind, die halt dazu gezwungen werden, bei den Sachen mitzumachen und dann vielleicht irgendwann rauszukommen, aber wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich sterben sie dabei und es geht was schief und ich glaube, doof ausgedrückt, der Strom fällt aus. Natürlich komplexer, das wird auch halt so ein bisschen storymäßig erklärt, aber wir sind halt eine von den Personen, die halt hier drin ist, während alles zusammenbricht und auf einmal alles freikommt und wir müssen halt irgendwie rauskommen. Ich weiß, wenn das Spiel noch so ist, wie es damals war, es ist unfassbar schwer gewesen. Es ist verdammt schwer herauszufinden, was man machen muss, weil du bist halt wirklich mit irgendwelchen Sachen drin, die einfach dich komplett vernichten. Ich glaube, man musste zumindest damals sehr viel mit Safe Games arbeiten und dann irgendwann hoffen, dass man einen Weg rausfindet. Ich weiß auch noch, dass damals das Problem war in der frühesten Version, einer früheren Version, 2014, 15, noch früher wahrscheinlich,
das, also die Map ist komplett randomized. Man muss halt die Wege finden, man muss Schlüsse finden und sowas. Und es konnte damals zumindest passieren, dass manchmal einfach Wege ins Nichts führen und man einfach mit dem eigenen Speicher schon nicht mehr weitergekommen ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt in der Version hier gefixt haben werden. Wir kommen irgendwann raus. Ja, ich bin gespannt. Wir werden es versuchen, in dem Teil hier durchzuspielen. Ich will nicht jedes Ende sehen oder sowas. Ich will vielleicht für ein Ende sehen. Das war, wenn es so ist wie damals, wird das schwer genug sein. Vor allem, wenn man jetzt keine großen Erinnerungen mehr hat, dann wo ist der Key, wo muss man die Karte finden, um da durchzukommen, bla bla bla. Deswegen. Oh Gott, damit, ihr habt sogar noch mehr Schwierigkeiten reingebracht. Was ist denn das? Ja, hier, das ist mein Name. Komm mal, Rudpi. Rudpi, genau. Rudpi. Ja, genau. So, Rudpi. Schon besser so. Difficulty. Okay, was ist safe? Kann immer gespeichert werden. Okay. Man kann in bestimmten Momenten speichern, alles klar. Okay, die Gegner sind schwerer, wir haben nur ein Leben. Ne, sicher nicht. Wir können sogar noch drüber gehen. Noch schwerer. Esoteric. Ach, da können wir selber entscheiden, wie wir wollen. Okay, machen wir nochmal auf der gedachten Schwierigkeit, schätze ich, auf mittelschwer. Ich will nicht Paramedef durchgehen, das kannst du vergessen in meinem Teil, das wird nichts. Das können wir vielleicht mal irgendwann im Stream probieren oder sowas, aber ich glaube, das macht doch eher die Atmosphäre kaputt als besser. Okay, wir können nicht überall. Früher konnte man überall speichern, bin ich mir ziemlich sicher. Ich war da sehr oft im Menü, ich habe sehr oft gequicksaved. Okay, hey, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es gealtert ist. Ich würde sagen, holt euch alle ein Getränk, einen kleinen Snack. Und dann genießen wir dieses hoffentlich sehr gut gealterte Meisterwerk der frühen Indie-Horror-Szene. Und was möglicherweise immer noch eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten sein könnte. Hoffe ich. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe hohe Erwartungen. Okay. Alles klar. Alright. Here we go. Ugh. Okay, hier ist ein Zettel, das ist unsere Zelle. Wir sind D9341. Das ist unsere Nummer hier drin, wir haben natürlich keinen Namen mehr oder sowas. Also würden die Leute uns einfach nennen. Während wir hier sind, müssen wir verschiedene Tests durchführen. Manche davon können sehr gefährlich sein, falls wir nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen befolgen. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Ja, mach ich. Generell ist es so, wenn man einen Monat lang, zumindest steht das drauf. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects. Ja, ich weiß, alles klar. Don't try anything stupid. Weil wir einen Monat lang die Tests einfach durchführen und überleben sollten, kommen wir frei oder zumindest vielleicht in ein normales Gefängnis oder was. Maintenance, Crew, Echo, Report to Decontamination, Checkpoint, H13. Alles klar. 4, Scheduled Inspection. So, you see any good movies lately? I don't really watch movies. Oh, okay. Well, what about video games? You know, that reminds me, somebody should make a video game based on this place. Why would anyone do that? I don't know. I just thought it was kind of a cool idea. Well, I don't play video games either. Alles klar, verständlich. Okay, Moment. Das Spiel läuft immer noch genauso crusty und beschissen wie früher. Das finde ich fast ein bisschen sympathisch. Können wir hier irgendwo vielleicht... Wie machen kann ich... Field of View vielleicht ein... Vielleicht soll ich die so lassen, wie sie gedacht ist, ne? Wahrscheinlich schon. Ja, okay. Ja, komm. Wird schon alles stimmen. Machen wir 60. Vielleicht läuft es einfach besser mit der beschissenen Framerate. Kann schon sein. Okay. Ja. Ich finde sympathisch, dass es immer noch genauso aussieht wie früher, vom Feeling, ja? Und ja, übrigens, das Blinzeln der Meter unten links. Just get in there and follow all the instructions and, wird sehr wichtig. Probably be fine. Ja? Meinst du? Denn das hier wird jetzt relativ wichtig. Das ist der Infozettel für unseren ersten Auftrag, mehr oder weniger. Hier geht es um SCP-173, was, ihr könnt es aber kurz durchlesen, damit ihr wissen, worum es geht. Es ist etwas, was innerhalb von seinem Bereich bleiben muss. Und wenn Leute reingehen, dürfen auf keinen Fall weniger als 3 Leute auf einmal reingehen. Look, dude, denn, I hate my job. Why are you making it more difficult for me? Du hast mir einen Zettel gegeben, den ich lesen soll, du Arschloch. Ihr seht das Bild da oben rechts, das ist eine Statue, die sich nur bewegen kann, wenn sie im direkten, wenn sie absolut nicht beobachtet wird von irgendwelchen Personen, die in der Radarumgebung davon sind. Und das ist wichtig. Dass man regelmäßig die Area hier sauber macht, sonst wird das Ding eher aggressiver.
Und deswegen ist es Blinzeln wichtig. Wenn wir blinzeln, bewegt es sich in unsere Richtung. Sehr schnell. Wer macht jetzt sauber? Das ist nicht so. Okay. Es beginnt. Okay, we're fucked. Okay. Das Ding sieht sehr goofy aus. Keine Sorge, es ist unfassbar scheiße gruselig. Das gesamte Spiel ist jetzt ein schreckliches Katz-und-Maus-Spiel, in dem wir permanent nervös hier rumlaufen, den Meter unten links im Blick behalten und jetzt in Panik bekommen, wenn wir gleich blinzeln müssen. So. Die Hölle beginnt. Die meisten Türen sind offen, die meisten Sachen sind frei. Wir können jetzt anfangen zu lernen, was hier abgeht und müssen irgendwie versuchen, hier rauszukommen. Okay. Wo sind wir? Was geht hier ab? Wie gesagt, die Map ist jedes Mal komplett randomized. Wo die Sachen sind, kann man vorher nicht wissen. Wo irgendwas ist, weiß man nicht. Wie alles hier gleichzeitig abgeht. Jesus Christ, okay. So, in der Version hier kann ich anscheinend nur speichern, wenn ich irgendeinen PC finde, der an ist. Hieß hier denn schon einer am Anfang? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich das lesen? Nein, kann ich nicht. Alright. Manuell blinzeln ist oft gut, bevor man in irgendeinen Raum geht oder sowas. Okay. Wir wahrscheinlich denken. Mit all personnel report to immediately. Können wir da rein? Ja. Wie gesagt, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wenn wir im Rücken zu irgendwas sind und zu dem Ding sind, wir sind tot. Hä? Oh no, hell no. Es gibt mir Flashbacks. Wie gesagt, es gibt hier mehrere Dinger, die drin sind. Eins davon hat das gerade verursacht. Und der war meiner Meinung nach lange eines der gruseligsten Wesen, die jemals in irgendeinem Game existiert haben. Ich bin nicht mehr sicher, ob das getimed war. Nee, okay. Man kann nicht durchgehen, während das Tesla-Gate aktiv ist. Wie wir das deaktivieren, weiß ich nicht mal mehr. Ich meine, damals musste man einfach im richtigen Timing durchrennen. Es scheinen die gechanged zu haben. Irgendwas bei dir. Nein. Right. Solange wir noch keine Steingeräusche in unserer Nähe vernehmen, könnte es sein, dass wir erstmal halbwegs safe sind. Beobachtungsraum. Mal reingucken. Brauchen wir eine Keycard für hier. Was? Wo? Die Keycards sind mehr oder weniger der Hauptweg, wie wir vorankommen. Wir nehmen verschiedene Keycards, finden, die verschiedene Sicherheitsstufen haben. Elevator ist kaputt. Keine Wunde. Umso besser die Keycard, umso bessere Türen können wir durchqueren. Endlich. Hat was? Aber nicht. Okay. Na gut, wir gehen erstmal voran und versuchen dafür irgendwas zu finden. Und wollen wir uns ein bisschen orientieren können. Hallo. Okay, shit, fuck. Ich würde es euch einmal zeigen. Wir blinzeln. Ihr seht's. Ich muss nur einmal berühren. Wir sind tot. Das war's. Eben von vorne. Okay. Da ist eine Tür offen. Will ich da lang? Ich glaube ja. So. In eine andere Richtung gehen. Mach auf. Gut, da ist noch ein Weg. Vielleicht ist der besser. So, der müsste jetzt eigentlich von da kommen.
bin mir nicht mehr sicher, wie es mit Türen war. Ich glaube, die machen ihn ein bisschen langsamer, aber die muss halt auch in einem Schritt dann erstmal öffnen. Okay, was ist hier drin? Was ist das? Batterie. Können wir Sachen lesen? Blinzeln wir dabei? Wir blinzeln weiter. Fuck. Aber dann kann man das umstellen. Das wäre nämlich interessant, weil ich würde mich gerne die Sachen vorlesen. Nee, na scheiße. Okay, gut. Ja, das ist unglücklich. Aber vielleicht sind wir kurz hier drin safe. Vielleicht weiß ich nicht, dass wir hier sind. Hier geht's um SCP-939. Was für ein Ding ist das nochmal? Jagdwesen, die in Gruppen arbeiten. 2,2 Meter groß, wiegen ca. 52 Kilogramm. Okay, die Hauptart, wie die Dinger jagen, ist menschliche Stimmen nachzuahmen. Okay, die haben zumindest hier immer... Ah, das ist gut. Unterstrichen ist immer das, was man wahrscheinlich fürs Gameplay braucht, um zu raffen, wie man damit umgeht. Wie gesagt, lest euch das gerne durch. Es gibt super lange Posts über fast jede Sache auf der offiziellen Wiki-Page. Falls ihr mehr wissen wollt über die Sachen. Was? Im Erfolg bekommen, wegen was? Recursive Special Phenomenon. Haben wir gemacht? Oh no. Sind wir in einen Loop reingekommen? Und was kommt der? Was haben wir da? Empty Cup? Level 0 Keycard. Okay. Dann können wir ein paar Sachen öffnen. Oh, leck mich. Warte mal, ist das wirklich eine Wiederholung oder ist jetzt neuer Loot drin? Was war das? Folgt er uns? Okay, jetzt glaube ich nur eine Tür, die zugegangen ist. Das ist gut. Zugehende Türen bin ich Fan von. Okay, okay, okay. Okay. Noch ein Cup. Wie schön, wir haben zwei. Reicht die Keycard dafür? Nein, ist nicht hoch genug. Okay, wir haben zwei Cups. Sollen wir einen wegwerfen? Wahrscheinlich, ne? Ich brauche nicht zwei. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen brauchen. Irgendwas bestimmt. Okay. Die drei brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir haben gelernt, was mit... Ich mach das so. Wir haben gelernt, was mit denen abgeht. Hier lang. Okay, so ein Testbereich. Wie schön. Wo sind wir? Hier. Oh, what is going on? Kamera ist verboten. Ich weiß nicht, wo wir sind. Was geht hier ab? Oh Gott. Wollen wir durch? Ist irgendwas raus oder rein? Kann ich das aufmachen? Meine Keycard wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Oh nein, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh Gott, okay. Soweit ich mich erinnern kann... Hey. Kurz Pause, mich erklären kann. Ist das ein Wesen, was wir hier gefangen haben, was ich meine nicht sonderlich gefährlich ist? Aber sobald es halt quasi dich als Person entdeckt und wahrgenommen hat, verfolgt es dich, tut dir nicht wirklich was, aber sehr, sehr oft, wenn du dich schnell umdrehst oder blinzelst oder deine Augen in andere Richtungen wendest oder halt öffnest oder sowas, nimmst du was ganz, ganz Leichtes an der Seite von deinem Blickfeld wahr. Aber auch nur so leicht, dass du die ganze Zeit nicht wirklich sicher bist, ob da wirklich was ist. Ob da irgendwas gewesen ist, ob du es eingebildet hast oder nicht. Ich weiß nicht, ob das Ding wirklich gefährlich war. Es ist eine super dämliche Idee, da reinzugehen. Oh, thank God. Oder kann ich es öffnen? Okay, zwei oder höher. Sonst können wir da gar nicht rein. Ich gehe mal davon aus, da drin ist irgendwas, was uns helfen könnte, weiterzukommen. Aber wir lassen es erstmal da drin. Wie komme ich denn da rein? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Schalter. Problem ist halt auch, kann auch gut sein, dass das Ding schon draußen ist. Und wir es jetzt an uns dran haben.
War da was? Keine Ahnung, Mann. Oh, das. Nicht da rein? Okay, 3 oder höher. Das ist, müsste ein Notenblatt sein, was indirekt alle Leute in der Nähe davon dazu zwingt, zu versuchen, das Musikstück fertigzustellen. Was aber nicht möglich ist, dass man halt irgendwann den Verstand verliert und einfach durchdreht, weil es einfach nicht funktioniert. Und falls du... Kann ich das mitnehmen? Ah ne, soll ich den Baum mitnehmen? What's going on? Da oben. Und ich meine, falls man irgendwie kein Schiff oder sowas dabei hat, benutzt man halt sein eigenes Blut. Und kratzt sich halt irgendwie die Arme auf oder sowas, um halt irgendwie zu versuchen, das Notenblatt fertigzustellen. Das klingt jetzt nur in Kurzfassung, teilweise ein bisschen dämlich, aber die Sachen dazu sind großartig geschrieben. Das war auch eine recht nette. Das ist sogar eine der frühesten SCP-Ideen, die es gab. Wie gesagt, es ist eine ganze Ansammlung von vielen der Dingen halt. Ich meine, es gibt ein paar tausend davon. Aber viele der Sachen sind halt hier einfach in den ganzen Kammern eingesteckt. War der nicht vorhin zu? Kaputt, okay. Na gut, ich komme hier nicht wirklich voran. Fuck, ich glaube, da war das Ding. Oder? Oder war das... Scheiße, wo war das denn? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. DNA doesn't match known sample. Okay, also muss ich irgendwie eine Hand finden oder sowas? Ja. Ich muss eine Hand finden, sonst komme ich da nicht durch. Alright. Ab und zu mal casual blinken. Und das Ding vielleicht direkt von mir auftaucht. Ich bin immer noch echt nervös. Warte, reicht die? Nee, meine Kicker ist komplett nutzlos. Ist das ein Besucherausweis oder sowas? Shit, ey, wo ich weiß. Ich weiß nicht, wo ich schon war. Ja, hau die Türen hinter mir zu. Okay, das hier ist der Bereich, wo ich so ewig hin und her geloopt bin, ne? Weiß, hier war ich wahrscheinlich schon mal. Fuck, hier war ich. Oh Gott. Okay. Kann ich hier weiter oder ist es wirklich ein Loop? Was passiert? Was anderes? Okay, ich glaube, ich werde wirklich zurück teleportiert. Ich weiß nicht, wo ich lang will. Was war das? Ey, ich hab echt Gänsehaut. Hier konnten wir nicht rein, meine ich. Ja, 3. 3 oder höher. Ey, sorry. Das ist halt die Sache mit so randomized Maps. Ich müsste das halt irgendwo finden. Wo der erste... Anfangsort, das nämlich jetzt ein bisschen weiterbringt. Von irgendwo hier wird er die Keycard sein. Oder eine Keycard, die ich brauche, um weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung, wo. Hast du dieses Geräusch? Aber ich kenne die ganzen Ambient-Sounds von damals noch. Und ich hasse sie alle immer noch. Oh Gott. Ich bin unlocked. Oh nein. Hey. Die waren cool geschrieben. Das sind süß wirkende Teddybären, die sehr freundlich wirken. Aber dann irgendwie die Zuneigung der Mitarbeiter und sowas ausgenutzt haben, um sehr seltsame Sachen zu bauen. Bis das Team dann irgendwann halt angefangen hat, die als gefährlicher einzustufen, weil wir einfach nicht wissen, was die machen. Die sind immer wieder von alleine abgehauen, haben sehr seltsame Sachen gebaut und damit dann noch mehr Teddys hergestellt. Aus ganz komischen Gegenständen, aus alltäglichen Gegenständen. Dann irgendwann aus menschlichen Teilen, von denen niemand wusste, woher die kommen, die keinen Sinn ergeben haben, weil niemand irgendwas verloren hat oder niemand verletzt wurde oder so. Und seitdem sind die Leute nicht mehr geheuer. Okay, das wird nicht gehen damit, oder? Natürlich nicht. Besser so. Okay, schön. Habe ich den befreit?
Dürfte ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist immer noch drin, hoffe ich. Checkpoint Lockdown. Right. Ich meine, ich habe gerade Stein gehört. Kein gutes Zeichen. Ich werde das lieber wieder zu, oder? Stein hören ist meistens ungut. Weil unser Freund in der Nähe ist. Ein Blut auf dem Boden ist immer gut. Fahrstuhl geht nicht. Mal da. Die Dinger trete ich ungern drauf. Ihr werdet später schon verstehen, warum. Ihr werdet noch verstehen, warum. Okay, hier ist das Notenblatt wieder. Mal weiter in die Richtung. Hier habe ich die Zettel runtergeworfen. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Erst einmal ist mir halt die Statue entgegengekommen. Vielleicht ist das echt der Ort, wo ich hin muss. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der gerne und oft da spawnt, wo man hin muss. Haut mich das wieder weg. Habe ich irgendwas drin verpasst vielleicht? Ne. Okay, hier lang. War das? Nee. Mein, ich bin hier von. Nee, nee, ich habe die Türen zugemacht, wo das Ding war. Bin nicht sicher. Jesus fuck you. Oh Gott, okay. Okay. Oh Gott. Todesursache. Nacken gebrochen. Okay. So schnell. Wo war. War der einfach um die Ecke? Gott, Jesus. Okay, komm, wir skippen die Intro-Sequenz. Die kennen wir. Alright. Here we go again. Here we go again. Wo gehen wir lang? Ich weiß nicht, ob hier. Ist er wirklich hier? Ja, der killt die jetzt. Das heißt, wenn er da ist, gehen wir am besten weit weg von da. In eine andere Richtung. Und doch, ach nee, fuck, hier ist die Zelle von dem. Ist hier irgendwas bei dem gewesen, was ich mitnehmen kann? Nee, hier ist auch nichts. Scheiße, also ich muss zu dem hin, ne? Was war das? Das. Geht's hier lang? Ja, das ist nicht gut. Okay. Ey, es kann sich ein Spiel sein, wo es vielleicht besser ist, wenn ich selber speichern kann. Ich weiß selbst damals, mit eigenen manuellen Speicherständen, war das sehr schwer durchzuspielen. Attention. All personnel report to immediately. Yeah. Immediately. Auf jeden Fall, werde ich machen. Okay. Eins der SCPs hat Kontrolle über die Türen. Was sehr wahrscheinlich storytechnisch auch der Grund ist, warum. Oh Gott. Kein gutes Zeichen. Direkt runter können ist meistens nicht gut. Der storytechnische Grund ist, warum es hier alles passiert ist. Wer ist hier? Sind wir hier? Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Was das Spiel echt gut rüberbringt, ist, dass er wirklich einfach so quasi ein Versuchskaninchen in der. Ah, das sind nicht die Dinger, die Stimmen imitieren können. Ich meine, die Gegner sehen alle echt goofy aus, aber es ist so spooky. Wo geht er lang? Das sind die Viecher, die Stimme imitieren können und damit jagen. Kann ich hier durch? Habe ich eine geringe Chance? Okay. Immerhin kann ich wahrscheinlich hoffen,
ist in einem. Oh, there you are. Bis die Statue nicht hier unten ist. Und ich erstmal nur auf andere. Kann ich hier durch? Auf andere Sachen achten muss. Hab ich damit angelockt? Mit dem Husten? Ah, ey, okay, okay. Wenn ich Rauch gehe, muss ich öfter blinzeln, ich sehe es. Hoffentlich hier bei denen nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so relevant. Hallo, kann ich im Ecken gucken? Nein, kann ich nicht. Guck, die laufen so goofy. Aber das Sounddesign, einfach die Atmosphäre und sowas, die macht es halt aus. Ich weiß nicht, in welche Richtung der ist. Ist der da lang? Zurück? Fuck, wo ist der hin? Ich hoffe, dass man auf dem Boden kriechen überhaupt was bringt, ja? Und es nicht besser wäre, einfach hier durchzurennen. Hier ist irgendwo was. Ich höre das doch. Ich bleibe immer in der Ecke und hoffe, dass irgendwie an mir vorbeiläuft. Oh no. Ja. Geht der da um? Wo geht der lang? Hust doch nicht. Alter. Oh, there you are. Ich weiß nicht, ob hier unten irgendwie schlechte Luft ist, deswegen husten und blinzeln muss. Wie verrückt. Ja, ich glaub schon. Das kann gut sein. Ja, wie komme ich an dir vorbei? Scheiße. Scheiße, scheiße. Muss ich da irgendwie durchkommen? Kann ich hier durch? So. Ach, geht beide in die Richtung? Ja, voll für den Arsch. Drehst du dich um? Da lang. Ich muss hier echt versuchen, aggressiv durchzukommen, wahrscheinlich, ne? Richtig scheiße. Dann wieder. Oh Gott, ist gut. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist gut. Okay, sag mal bitte, ich kann wegrennen. Also bin ich. Wo bin ich, Mann? Ich hab keine Ahnung, kann ich hier durch? Bin ich ohnmächtig hier drin? Habe ich ihn eingesammelt. Level 1 Keycard, ne, schön. Vielleicht kann ich damit irgendwo lang. Aber ich renne gleich. Ja, gute Frage. Ich komme nicht mehr raus, Mann. Ich bin zu lange hier unten gewesen, oder? Scheiße, ich sehe gar nichts mehr. Okay, wenn, ich muss rennen. Nein, fuck. Und fuck. Oh, Jesus Christ, ja. Oh Gott, okay. Ja, aber ich merke schon, das ist wirklich, ey. Es ist einfach das Sounddesign, ne? Moment, found it. Suffocated in a gas leak. Okay. Und vier von denen sind hier unten. Das ist gut zu wissen. Wir kriegen immer so einen kleinen Bericht darüber, wie die unsere Leiche gefunden haben und was es zu bedeuten hatte. Machen wir es mal mit manuellem Speichern? Okay, ich glaube, es ist tatsächlich genau das gleiche von der Schwierigkeit her. Wir können einfach nur speichern, wenn wir wollen. Das ist vielleicht besser. Da können wir wirklich mal versuchen, das durchzuspielen. Müssen hier nicht jedes Mal resetten. Brad P. Mein Lieblingsname. Okay, Intro-Sequence lassen wir, ne? Müssen wir nicht angucken. Naja. Ich habe da nicht mal einen von den PCs gefunden, wo man speichern kann. Das können sehr rough werden, weil man stirbt hier wirklich oft. Gott. Ist aber interessant, dass sie das geändert haben. Okay, wahrscheinlich wollten sie halt einfach ein Horror-Game mit so einem. Na, okay, das Spiel ist gecrashed, wie schön. Hey, sind wir immer noch die komplett bekannte SCP-Experience? Ohne Crashes wäre es ja auch ungewohnt, ne?
Komm, wir nehmen es mal vielleicht richtig. Rapidly. So. Ja, wir probieren es mal auf Safe. Ich will mal manuell speichern können, einfach um zu gucken, wie weit wir kommen. Und wie viele Sachen wir drin finden können. Wahrscheinlich spannender als 24 mal immer wieder den Anfang zu sehen. Ich hab diese Intro-Sequenz sehr oft in meinem Leben gesehen. Man muss sehr oft neu starten. Vor allem, wenn man oft an irgendeinem Punkt kam, wo ich dachte, okay, vielleicht ist meine Map im Arsch und ich komme einfach nicht weiter. Und dann dachte man sich, ja komm, neue Map. Vielleicht wird die irgendwie magisch gut und ich finde direkt am Anfang eine Keycard. Was passieren kann? F5 to save, genau so, so kenne ich es noch. Sehr schön. Das ist doch mein SCP. This is my Containment Breach, so kenne ich es noch. Wie in einem fucking RPG alle 4 Sekunden einfach F5 spammen. Oder irgendeinem Oldschool-Shooter oder so. Okay, wo müssten wir lang? Wir müssten hier. Hier? Hier ist der Scheiß. Wir gucken mal an, was da abgeht. Wo guckt der uns an? Kommt der zu uns? Nee, geh mal da lang. Kann er uns hier eigentlich killen? Ich glaube tatsächlich nicht. Okay, meine Frage ist. Haben wir hier vielleicht am Anfang einfach was verpasst? Kann hier eine Karte rumliegen, einfach auf dem Tisch oder so? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der hier nicht hier unten mit uns drin sein kann. Und dass das eine gescriptete Sequenz ist. Und wir hier noch frei ein bisschen rumlooten können. Auch wenn hier nichts liegt. Ja, okay, ich glaube, wir müssen hier einfach raus, oder? Das ist einfach der einzige Weg, den es geht. Okay, was haben wir diesmal hier? Gehen wir nicht auf, oder können wir rein von der anderen Seite? Okay, ist das logisch aufgebaut? Wir können wirklich hier durch? Ja. Philipp? Das ist wieder dieser wiederholende Raum? Oder kommt er gar nicht jedes Mal? Die Batterie und das hatten beides letztes Mal, ne? Ah, wir haben mehr Platz auf leicht! Okay, das gefällt mir tatsächlich. Da können wir ein bisschen mehr Shit mitnehmen, einfach. Das sind wieder die... Ja, das sind wieder diese... Stimmnachmacher. Kennen wir ja noch. Aha. Erster Pass? Ja, was ist das überhaupt? Was können wir denn machen? Steht nichts dabei? Nein. Wiederholt sich das hier wirklich jedes Mal? Ja, okay. Ah, die Achievements sind auch jedes Mal pro Speicherstand neu. Ah, okay. Ja, hier. Tut mir leid, du überlebst es nicht. Research. Du sollst eigentlich wissen, dass man da nicht durchrennen darf. Ja, wahrscheinlich ist halt das Ziel, dass man versucht, alle Achievements in einem Run zu machen, ne, und einfach alles zu sehen. Ey, dieser, ich mag den Raum hier nicht. Der fickt meinen Kopf. Ich bin mir immer unsicher, was davon jetzt resettet oder wo da der Loop ist. Hab ich das gehört? Bin mir unsicher. Die Tür machen wir zu. Wenn ihr... Oh no, was ist denn hier drin? Ihr habt eben gesehen, wie unfassbar schnell man sterben kann. War es ein schlechter Save? Kann ich... Nein. Kann ich mehrere Saves machen? 427, 714. 714 kenne ich noch, ich weiß noch nicht mehr, was das war. Die Katze war drüber. Bitte nicht mit dem Gästepass hier durchkommen, ne? Nicht. Aber wie schön, hier ist... Was ist hier drin? Kannst du mal durchlesen? 427. Okay. Ah. Stimmt, 914 ist eine Maschine, bei der man mit verschiedenen Einstellungen andere Gegenstände verumwandeln kann. Okay, ich verstehe. Das ist ein Gegenstand, den man sich umhängen kann. Der die Gesundheit verbessert. Aber wenn man es zu lange anhaben sollte, verbessert er die Gesundheit so weit, dass man halt einfach langsam zerfällt.
hier drin. Und eine Keycard für. Ich höre die ganze Zeit was sehr nah mit dran. Hier rein? Nein. Eben schon probiert, meine ich, komme speichern nur. Was war das? Ey, es ist großartig zu sein, es hat wirklich die Statue als Hauptgegner oder als permanente Angst im Spiel designt haben, weil es verändert so sehr Bewegungsmuster. Generell, wie man drüber nachdenkt, wie man sich bewegen kann. Wie man vor jedem Raum blinzelt, wie man die ganze Zeit nervös versucht, nicht so schnell die Blickrichtung zu ändern. Wie jedes Geräusch dich nervös werden lässt, dass hinter dir irgendwas sein könnte. Light Testing Chamber. Light Testing heißt doch vielleicht, dass ich damit hier rein kann. Nein, eins brauche ich aber nur. Okay, eins ist. Auf. Ich denke, der kürzeste Weg raus ist durch den Southeast Wing. Folge mir. Ich hoffe, es war nicht. Okay, der ist hier. In der Nähe. Nicht gut. Batterien sind gut. Haben wir eingesammelt. SCP-1048-A. Ah, okay. Das sind diese Teddybär-Bauer. Und ein A dran. Oh, eine Gasmaske. Oh, eine Gasmaske. Das ist gut. Zwei Nuller-Karten. Braucht nur eine. Und die Gasmaske hätten wir vorhin offensichtlich gebrauchen können, ne? Nein. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber wollen wir gucken? Wir gucken. Hey? Hey? Eric? Fragezeichen? 066. Wie gesagt, nicht alle von denen sind bösartig. S-Navigator. Bist du? Wollen wir lesen? Haben wir... Connected. Kennt der einen Eric? Oh Gott. Die Sache ist halt, wenn man nicht weiß, was die machen. Die können ja entweder eine traurige Geschichte haben und Angst vor mir haben. Oder scheiße gefährlich sein. Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Der ist von mir weggerannt. Weißt du was? Ich schließe dich hier ein. Geht nicht. What the fuck? Wir brauchen eine Stufe 3 Karte dafür. Euclid. Okay, die verschiedenen Stufen heißt dann nur, wie schwer die gefangen haltbar sind. Das heißt nicht unbedingt, wie tödlich die sind. Ein Maschinengewehr zum Beispiel wäre halt safe. Damit kannst du natürlich problemlos Leute töten, aber es macht halt nichts von allein, nur ist auch nicht schwer, einfach in eine Kiste zu legen und kommt niemand dran. Also das Ding kommt anscheinend halbwegs leicht raus, hat eine gewisse Gefahr. Euclid ist das Mittellevel. Eine gewisse Gefahr, dass es irgendwas vorhat. Willst du mitkommen? Ich bin nicht Eric, aber wir können Eric suchen. Die Sache ist halt, wie gesagt, nicht alle von denen sind bösartig. Manche von denen sind einfach lieb und wollen uns helfen. Aber sind halt trotzdem was Übernatürliches, was die halt nicht einfach in die Öffentlichkeit lassen können. Irgendeine Maschine, die halt jeden Tag die Lottozahlen voraussagen würde, würden die halt auch hier einsperren. Weil das halt aus offensichtlichen Gründen nichts wäre, was in der Öffentlichkeit eigentlich eine gute Idee wäre. Was ging hier los? Checkpoint Lockdown. Information Center. Don't forget, today is Pizza Day. Ich habe ein bisschen Angst, dass dieses Eric-Ding jetzt permanent hinter mir herläuft. Das ist keine gute Idee, war das freizulassen. Oder damit zu interagieren. Storage Room. Storage Room klingt gut. Okay, wir haben... Das können wir wegmachen. Warte, dafür brauchen wir eine Batterie. Ja, hiermit können wir... Was? Sag ich, wäre kaputt gegangen. Willst du mich verarschen? Warum geht das nicht mehr? Weil dann kann man sich eine Map bauen, was offensichtlich nicht schlecht ist. Kann ich mit der Nuller irgendwas machen, Mann?
2 brauche ich hierfür. Ey, es ist halt netter indirekter Horror, dass wir wo reingehen, denken, dass das Ding harmlos ist und dann beim Rausgehen und versuchen, die Tür zu schließen, bemerken, dass wir eine sehr hohe Sicherheitskarte brauchen, die Tür zu öffnen. So nett gemacht. Haben wir hier? Nichts. Haben wir hier? Clipboard. Ah, da können wir Dokumente reinmachen. Ja, das ist cool, das ist eine coole Idee. 1048, hier sind diese Object Class Keter. Keter heißt sehr, sehr, sehr stark bewachen, muss man lieber, die permanent versuchen, irgendwie rauszukommen oder ein Rauskommen von denen sehr, sehr, sehr gefährlich wäre. Wenn man absolut nicht weiß, was was macht, ist es meistens auch ein Keter, weil es halt einfach. Ja, man weiß halt nicht. Vielleicht willst du was super Schlimmes machen, aber man hat halt einfach keine Ahnung. Oh nein, wir sind wieder bei. Kollege, tut mir leid, du bleibst. Mit dir interagiere ich nicht mehr. Eine meiner Lieblings-SCP-Stories ist ein Wesen, was seine Form ändern kann und prinzipiell harmlos ist und Spaß und Menschen machen will. Aber das Ding hat ein schlechtes Gefühl für Humor und versucht uns einfach nur permanent zu erschrecken. Ich finde das super lustig. Und es versucht halt immer, uns so zu erschrecken, wie es denkt, wie es für die Menschen im absolut allergruseligsten wäre. Und kann sich halt in die Form und das verwandeln und erschrecken es halt in der Form. Und der Plan halt, das Ding hier drin zu halten, ist, dass man dem nur irgendwelche ganz schlechten Filme, ganz schlechten Horrorfilme zeigt. Und dann danach so tut, als ob man es zu Tode erschreckt hätte. Und die Leute, die halt da mitgearbeitet haben, fanden es natürlich ein bisschen lustig und so und dachte ich, ja, komm, hier, das kann nichts Schlimmes draus werden. Aber die Sache ist halt, wenn das Ding halt dann irgendwann lernen sollte, dass wir vor mehr Angst haben als vor ungruselig aussehenden 40er Jahre Alien-Monstern und sowas, die uns nur Buh machen wollen, und das Ding halt irgendwann lernen sollte, was ein Nuklearkrieg oder sowas ist, dann wäre es dann verständlicherweise ein bisschen gefährlicher als nur ein Haha, hey komm, wir machen ein bisschen Spaß. Weil wenn das Ding halt lernen sollte, keine Ahnung, wo so andere Sachen hier existieren. Das sind so Konzepte, die sind sehr cool, die gefallen mir dann. Aber es gibt so viele verdammt gut geschriebene SCPs, die so smart sind, wo man merkt, die Leute sind richtig gute Horrorwriter. Ich habe nicht mehr so viel, nicht mehr genug im Kopf von irgendwelchen Sachen, die ich jetzt gut beschreiben könnte, aber wie heißt der YouTube-Channel? Bevolgun, meine ich, der macht so SCP-Readings, wo er einfach sehr gut die Dinger vorspricht in verschiedenen Rollen und sowas, ein bisschen, wenn ich Bilder dazu zeigt oder den Text dazu zeigt. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt ein paar verdammt gute. So, kann ich jetzt? Ich meine, das Ding ist eigentlich safe. Damit müsste ich eigentlich mit einer Zweierkarte. Okay. Mit dem Ding kann man Sachen umbauen, das weiß ich noch. Du kannst dir Gegenstände reinlegen und einstellen, wie sehr du die umbauen willst, von hart zu leicht. Und dann entstehen da andere Gegenstände draus. Ich meine, daraus konnte man Keykarten upgraden und sowas. Das war ein sehr wichtiger Teil hier. Warte, habe ich das jetzt auf meiner Karte drauf? Nein, mein Ding geht nicht mehr. Ich weiß nicht warum, ich will es nicht wissen. Das ist direkt kaputt, nachdem ich es angemacht habe, gibt mir kein gutes Gefühl. Vielleicht habe ich das überladen mit der falschen Batterie oder so ein Unsinn, ich weiß nicht. Was? Zu. Keine Ahnung, was das war. Speichern. Können wir theoretisch runter? Wir können theoretisch runter. Wir haben auch eine Gasmaske. Hier brauchen wir eine andere Hand für. Okay. Warten wir. Was? Okay. Weißt du was? Wir gehen runter. Speichern hier. Zieh die Gasmaske an. Dauert ein bisschen, okay. Gott. Es kann sein, dass wir da gar nicht beim gleichen Punkt rauskommen, weil wir letztes Mal waren, aber. Doch, ich glaube schon. Okay, wir speichern mal. Ich glaube, das letzte Mal hat uns tatsächlich das Gasleck gekickt und nicht die Dinger. Ich meine, das hätten uns direkt danach auch erwischt, weil wir sind mehr oder weniger reingerannt, aber. Ich glaube, gestorben sind wir nicht durch die Dinger, sondern einfach durch das Gas, was uns nach einer Zeit einfach ausgenockt hat. Oh no. Ich merke natürlich jetzt, wie ich weniger Todesangst vor denen habe, weil wir gespeichert haben. Aber ich glaube, es ist auch interessanter für euch, wenn wir hier noch mehr zu sehen bekommen als immer wieder die ersten 20 Minuten. Ich versuche trotzdem möglichst
nicht zu sterben. Außer ich muss irgendwann wirklich versuchen, irgendwas vorbeizurennen. Weil natürlich die Atmosphäre würde schnell runtergehen, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit durchrenne, bis es irgendwann klappt. Wir spielen es so, als ob ich Permadeath drin habe. Ich glaube, dadurch ist dann auch interessant, dass dann fuck, ich wollte echt da rein, wo der herkommt. Der ist nicht ohne Grund da, oder? Der andere ist da hinten lang. Nein, nein, nein. Warte mal, das könnte aber mein Moment sein. Das könnte der Moment sein, wo ich hier schauen kann, wo die herkommen. Ja. Aber ich glaube, die Area hier ist tatsächlich fest. Also wo wahrscheinlich der Eingang hier rein ist, wird jedes Mal anders sein. Aber ich glaube, die Area hier unten selbst, die ist... Ist mal gleich. Okay, es gibt... Scheiße. Welche Richtung gehst du? Drehst du dich um? Bitte dreh um. Scheiße. Okay, wenn die mich sehen, bleiben die kurz stehen. Okay, vielleicht rotieren die ja alle im Kreis. Dann kann ich denen so langsam hinterherlaufen. Ja, deren Skinwalker-artiges Gerät ist, ist... Nein. Nein, 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 nein. Oh no 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 no. Oh no no. Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott, mein. Oh mein Trauma. Ach du Scheiße. Nee, 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 nee. Leck mich. Oh nein. Oh nein. Aua. Aua. Ja, alles besser als der. Jesus Christ. Boah, ey. Nur dieser Sound. Okay. Unglücklich gelaufen natürlich. Oh bitte sag mir nicht, dass er jetzt jedes Mal hier kommt. Ja, das ist der alte Mann, der kann überall spawnen, der kann durch jede Materie durchlaufen. Sobald die Musik kommt, weißt du, der verfolgt dich. Und der verfolgt dich lange. Läuft halt einfach quasi gerade durch alles durch. Ist nicht super schnell, aber wie gesagt, gerade durch alles durch. Der löst ja die ganze Materie auf. Das ist auch der Grund, warum vorhin dieser Typ im ersten Try aus der Decke runtergefallen ist. Oh Gott. Wenn er dich fängt, zieht er dich in seine komische eigene Dimension rein. Die ist sehr unangenehm und gruselig. Ich glaube, einmal überlebt man das oder sowas. Aber wenn ich da drin noch mehr erwische, dann macht halt das mit dir, was wir mit anderen Typen da gesehen haben. Und ey, ich fand lange, lange, lange Zeit kein Gegner in irgendeinem Spiel so gruselig wie den Typen. Oh Gott. Weil es ja einfach so ein direktes, ich laufe dir gerade einfach. Soll ich da runter? Ist da was? Ich teste es kurz. Okay, never mind. Ich bin mir nicht sicher, ob der Boden war. Dann ist einfach die Beine gebrochen. Dead inside the elevator shaft. Okay. Zack. Oh, ey. Es ist so ein simpler Trick, den es in mehreren Horrorgames gab, aber ich finde Gegner, die einfach durch jede Materie durchlaufen können, die einfach straight folgen, ist eine der gruseligsten Sachen, die man machen kann. Weil sobald du einfach ein bisschen das Gefühl verlierst und nicht mehr weißt, aus welcher Richtung er kam, stehst du einfach hier und hast panische Angst, in irgendeiner Wand zu stehen, weil du weißt, sobald du hier stehst, könnte er einfach vor dir durch die Wand laufen und dich zu Tode erschrecken. Das ist eins der Konzepte, vor dem ich, glaube ich, am allermeisten Angst habe, in allen Games ever. Durch Wände laufende Gegner. Es kriegt mich jedes Mal, ich kriege jedes Mal so eine richtig primitive Panik. Ich hasse es. Und ich liebe es und hasse es. Aber das ist wirklich, da kriege ich richtig Angst. Weil dann gibt es halt keinen mehr um eine Ecke stehen und okay, ich weiß, von wo er kommt, sondern er kommt durch den scheiß Boden gelaufen. Kommst du in meine Richtung? Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Map-Seed zusammenhängt und ich weiß, dass er jetzt jedes Mal hier unten bei mir spawnt. Oder ob das einfach zufällig ist. Ich hoffe nicht, dass er jedes Mal hier unten kommt, weil, Jesus Christ. Dann packe ich ihn nicht viel. Übrigens, sehr cooles Detail, wie ich eben gesehen habe, wenn man halt sprintet und die Maske aufhört, dass man halt die Maske von innen beschlägt, wenn man zu viel rennt. Ist gut gemacht. Und so viele nette Spielereien, die das Spiel gedacht hat. Okay. Ist hier noch einer? Renn ich denn jetzt rein? Fuck, okay, die sind wirklich... Fuck. Okay, wo kam der eben? Hier irgendwo. Kommt der wieder? Bitte nicht, Mann. Die Sache ist halt, ich kann hier unten nicht vor dem wegrennen, während die anderen da sind. Die sehen mich halt sofort und vernichten mich. Hier, wo war der Wissenschaftler, von dem wir... Ist die Hand.
Das ist gut. Okay, wir müssen irgendwas wegwerfen, oder? Das behalten wir mal. Eine Hand ist gut. Nein. Nein, 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 au. Fuck, 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 ich bin tot. Oh Gott. Oh Gott, oh oh. Oh Gott, da ist er. Komm, lass uns mal fangen. Bringt das in seine Dimension? Willst du mal sehen? Verbluten wahrscheinlich ja, ne? Weiß nicht, wo ich bin. Ich laufe blind durch. Ich sehe nichts. Ich verreck einfach, oder? Ich glaube, ich verblute. Aha. Wir fallen gleich einfach um. Aber hey, wir sind in seiner Dimension. Schön. Ich sehe gar nichts. Naja, ich bin ja einfach jetzt hier ein blutendes Lamm in seiner Halle hier. Wenn hier drin können auch Notizen liegen. Okay. Danke für die Spielerei, Kollege. Gut. Bluten eh aus, oder? Aber ich meine, komm, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie hier raus. Damit, der ist wirklich hier unten. Jedes Mal. Okay, vielleicht können wir es dann ja irgendwie schaffen, die Hand zu schnappen. Und dann mit dem Fahrstuhl hoch. Okay, nix. Ich weiß nicht, wo. Bin ich. Okay. Ich verliere langsam unser Bewusstsein. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, okay, wir sind verblutet. Scheiße. Ah. Körper teilweise aufgelöst. Und dann haben sie uns verbrannt, weil sie nicht wussten, was sie sonst mitmachen sollten. Finde ich jetzt irgendwie scheiß weiterführen. Okay. So, meine einzige Idee ist jetzt, dass ich weiß nicht, ob der hier unten an einem bestimmten Punkt jedes Mal spawnt. Wenn ja. Fuck. Aber es kann auch sein, dass es Timing ist. Es kann auch sein, dass es allgemein Timing ist. Dass er jetzt einfach jedes Mal 2-3 Minuten, nachdem wir den Checkpoint hier laden, einfach spawnt. Sonst meine einzige Hoffnung, wir nehmen die Hand, versuchen irgendwie wieder hier rauszukommen. Bevor der ankommt. Und nehmen den Fahrstuhl. Ich kann mir vorstellen, dass ein Fahrstuhl ihn despawnen lässt, weil er einfach nicht keinen Bock hat, um so weit zu folgen. Geh jetzt mal einfach hier lang. Okay, wir speichern jetzt einmal hier. Könnte es halt passieren, dass wir jetzt an einen Punkt ankommen. Oh yes. Okay, beides ist gut. Beides ist. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Können wir den verlieren? Oder folgt er uns jetzt ewig? Das war das Vieh. Also die Raubtiere. Ist hier irgendwie ein Schalter? Haben wir gemacht. Sektion 3. Ich will ihn nicht speichern, aber es kann sein, dass wir direkt gleich. Okay. In den Mann reinrennen. Okay, sag mir bitte, ich kann hier durch. Okay. Ist offen. Nein. Ich muss hier raus. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich hier unten noch habe. Scheiße, was knapp. Okay, ist hier noch irgendwo ein Fahrstuhl, Mann? Show yourself. Hab ich irgendwas eingesammelt? Ich hab keine Ahnung, glaub nicht. Oh nein. Nein, nein. Ja, Fahrstuhl, 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 Fahrstuhl. Oh Gott.
Oh, 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 oh. Fuck, 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 mach auf. Oh mein Gott. Oh nein, er ist da. Ist immer hier. Oh Gott. Alter. Problem ist halt, wir können immer noch auf die anderen Sachen treffen, die hier sind. Ich weiß, der gibt irgendwann auf. Es dauert ein bisschen, aber er gibt irgendwann auf. Oh, die Musik von dem, ne? Hi. Fuck. Okay, wir können da aber rauskommen. Wir sind diesmal nicht verletzt, Mann. Lässt uns leben? Okay. Ich weiß nicht, wie lange man jetzt Zeit hat oder ob man eine gewisse Anzahl an Versuchen hat, hier rauszukommen oder so. Aber wir haben tatsächlich gute Sachen dabei. Wir haben die Hand, wir haben... Ich glaube, die Hand war übrigens nicht die richtige. Da stand eben irgendwas. Wir haben die Hand und wir haben eine 1er Keycard. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Manchmal sind die Leute drin, die irgendwelche hohen Keycards haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt genau in der gleichen Umgebung sind, wie wir vorhin waren. Wir können irgendwas sehen. Wo sind wir? Okay. Müssen wir die Ausdauer einmal regenerieren lassen? Oder wie? Ne, wir haben einfach null, ne? Wir laufen komplett bescheuert hier durch. Hier ist ein Zettel. Verbrannte Notiz. Dr. George Maynard, 6311 Code. Okay. 6311. Das könnte hilfreich sein. Wo gehen wir jetzt nächstes lang? Hier? Hier weg von seinem Atmen. Oder? Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier schwingt irgendwas. Ich versuche da irgendwie noch vorbeizukommen. Ich glaube, der ist hinter uns. Okay, wir haben, glaube ich, keine Wahl. Wir müssen einfach, ja, einfach blind hier durch und hoffen, dass wir es überleben. Ach du Scheiße. Ich bin einfach runtergefallen. Warum bin ich wieder gerade ausgelaufen? Oh, Jesus Christ. Ah, no, 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 okay. Hey, okay, was haben wir eingesammelt? Hand nur. Ich würde sehr gerne noch, hier ist die Karte. Okay. Wir haben den Strom wieder angemacht für den einen Abschnitt. Wenn wir nicht, was müssen wir machen? Jetzt müssen wir hier irgendwo einen Fahrstuhl wiederfinden. Ne? Wo war denn der? Ich weiß nicht mehr. Können wir es diesmal vielleicht irgendwie packen, hier rauszukommen? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Ja, ein angsterfülltes Schrei, wenn die uns sehen, sind gut gemacht. Okay, ich glaube, ich kann hier raus. Okay. Ich bin mir jetzt echt unsicher, ob er oben auch spawnen wird oder ob es halt irgendwie eher damit zu tun hat, dass wir zu lange unten waren. Speichere jetzt mal. Wir lassen jetzt nicht direkt wieder spawnen. Ich will ihn nicht. Nein, nein, nein. Es ist getimed. Das ist irgendwie pro. Das ist schlecht. Okay, okay, okay. Hier vorbei? Irgendwie ja.
Okay, wir versuchen dich einfach möglichst lang bei uns zu halten. Scheiße, ey. Geht das von da? Hör mal, von wo er kommt, immerhin. Da ist er. Der ist nämlich weit weg von dem. Der Eric. Ja. Vielleicht könnt ihr beide euch unterhalten oder so. Seht ihr euch? Wenn die Musik aufhört, ist er weg. Zumindest war es früher mal so. Die Sache ist halt, der scheint halt einfach Spaß damit zu haben, die Leute zu quälen, die er verfolgt, und einfach Angst zu machen. Recht hinter mir. Muss immer noch aufpassen, dass ich in die Statue reinrenne. Okay, ich speichere hier einmal. Gefühlt hier ist ganz gut. Ja. Okay. Okay, okay. Im Blut bleibe ich mal lieber weg. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin übrigens. Ich bin einfach irgendwo lang gerannt. Komplett blind. Habe ich hierfür nicht eine Hand gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass, weil wir mit einem entkommen sind, wir jetzt ein bisschen Zeit haben, dass er nicht wieder direkt bei uns ist. Ey, es gibt keinen Gegner, der mich so nervös macht. Hier ist es nicht mehr ganz so schlimm wie früher natürlich. Ich komme jetzt ein bisschen besser klar mit dem als einfach ein Typ, der uns verfolgt. Hier denn drin? 205. Wollen wir reingehen? Komm, wir speichern mal und gehen einfach rein wie so ein Vollidiot. Geht es mit der Karte? Nein, 2 oder höher. Storage Area. Die können wir aufmachen. Helm. Ballistic Helmet. Okay, wahrscheinlich überleben wir damit einen Schuss oder so. Batterie. Bringt uns gerade nichts, weil wir keinen Platz mehr frei haben. Die Nuller Keycard werden wir nicht mehr brauchen. Die ist wahrscheinlich jetzt Unsinn. Wir haben Ballistic Helmet. Ich meine, man braucht den, um später nicht an irgendwelchen Wachen zu sterben. 2 oder höher, ja, haben wir nicht, aber nehmen wir eine Batterie mal mit. Geht damit nicht? Geht die damit? Ja. Map Database Offline. Wir haben auch wenig Batterie. Ja, speichern wir nochmal. Wir müssen eigentlich jetzt zu der einen Maschine kommen, mit der wir unsere Karten upgraden können. Das ist wahrscheinlich das beste Ziel, was wir jetzt haben sollten. Hört er Sachen, das ist nicht gut. Okay, kein gutes Zeichen. Irgendwer fällt runter. Ich würde nicht runtergehen. Wenn ich du wäre, würde ich da nicht runtergehen. Speichern. Die Sache ist halt, man kann jedes Mal im Speichern sich so eine Scheißsituation bringen. Und wenn man Pech hat, stirbt man halt jedes Mal eine halbe Sekunde später. Start, okay. Haben wir? 2 oder höher. Das Ding scheint safe zu sein, stand zumindest. Don't touch. Okay. Ein menschlicher Totenschädel, blablabla. Ohne Unterkiefer und ohne Zähne. Ja, wenn jemand in die Nähe davon kommt, meint er, dass man komische Sachen fühlt, komische Sachen riecht. Okay. Wenn jemand das Ding berührt, fällt er in eine Art Traumzustand. Und ist verwirrt. Ja, und verhält sich in eine andere Person. Soll es auf jeden Fall nicht berühren, ich verstehe schon. Ding noch da? Was war das? Warum habe ich mich umgedreht? Was war das? Ich fühle mich nicht wohl.
Ich will eigentlich wissen, was passiert. Ich will es mal wissen. Können wir das machen? 3 oder höher? Oh. Ich meine, verständlich. Das Ding ist ungefährlich, wenn man nicht in die Nähe kommt, aber wenn man es halt berührt. Vielleicht ziemlich scheiße. Okay, warum habe ich mich eben dahin gedreht? Ist da was oder war es das Ding da drin, was mich dazu gebracht hat, dahin zu schauen? Beides ist möglich. Ich will es eigentlich nicht wissen. Ist das Notenblatt wieder? Kann ich da rein beim 1er Ding? 3 oder höher wieder, okay. Sehr scheiße. Das ist ein Riesenbereich von unserem Freund. Oh, oh. Wollen wir da rein? Können wir da rein? Ich will eigentlich nicht rein, aber. Hab ich wieder umgedreht? Nein. Wenn zumindest mal gucken, ob es funktionieren würde, dann 2 oder höher, okay. Dreht seine Fläche auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe das Gefühl, wenn wir drauf treten, provozieren wir ihn. Ist hier irgendwas? Ich weiß nicht, in so einem Bereich waren wir am Anfang schon mal, da kommen wir nicht weiter. Aber vielleicht reicht ja unsere 1er-Karte jetzt. Oh, es geht doch weiter. Hier ist das. Da wird jemand rausrennen vorhin, das weiß ich noch. Flossen. Nicht so gut natürlich. Kann man da durchrennen? Ich meine nicht, aber wir waren eh auf der anderen Seite vorhin, also. Ach, scheiße. Okay, wir müssen zu der Maschine kommen, die die Karten ändert, ne? Eigentlich. Wahrscheinlich ist das der beste nächste Schritt. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wir haben unsere. Da lang am besten. Wir scheinen zumindest relativ weit weg von der Statue zu sein. Die hat bis jetzt in dem Run nicht so nicht viel genervt. Die gehen nicht damit, ne? Fuck, man hat echt wenig Batterie damit. Ich weiß nicht, ob die Batterien, die man findet, unterschiedlich aufgeladen sind oder so. Kann ich da rein? Irgendwie? Elevator appears to be broken. Völlig großartig. Ich werde irgendwann genau dann speichern, wenn ich 2 Sekunden später einfach verrecke und dann ist mein mein Speicherpunkt im Arsch, oder? Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen. Was das Game wirklich ganz ehrlich verdammt großartig macht, ist eins der wenigen Spiele, was man irgendwie, was man nicht weiterspielen will, weil es einfach purer Stress ist durchgehend. Und es halt gleichzeitig echt schwer ist. Also, das ist ja jetzt nicht super extrem schwer, aber halt. Nein, 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 du kommst nicht wieder zu mir. Ist das so? Keycard, komm, ich brauche keine. Dankeschön, ich wollte sagen, ich brauche keine höhere Keycard als eine 1er für einen scheiß Hausmeisterraum hier. Was haben wir denn drin? Wir haben keine freien Plätze, warum? Können wir da reinmachen? Origami-Dinger. Die kenne ich noch. Ich meine, die hatten. Waren das die, diese Drachen-Origami-Dinger? Die haben eine ziemlich traurige Hintergrundstory. Ich bin mir nicht genau sicher, wie die war. Weil, kann ich was damit machen? Ich würde es gerne behalten einfach. Ballistik. Okay, Gasmaske brauchen wir vielleicht nicht mehr. Eine 1er auch, ne? Okay, wir behalten mal eine 2. 1er, vielleicht machen wir eine von denen kaputt, weil wir dämlich sind. Das kombinieren wir mit dem Ding. Wie viel Batterie hat das jetzt? Voll! Ist gut. Ist sehr gut. Gasmaske. Ich glaube, wir brauchen die nicht mehr. Wahrscheinlich brauchen die jetzt gleich 2 Minuten direkt wieder. Aber ich spekuliere einfach mal drauf, dass jetzt erstmal egal ist. Das Origami-Ding haben wir dabei. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Ich keine Ahnung. Der Boden nass ist, ja, lustig. Da gehe ich nicht runter. Und ey, dann kann ich hier mit. Ne, das ist die falsche. Scheiße, müsste noch mal unter irgendeine andere Hand finden. Willst du mich verarschen? Hier nicht nochmal runter. Das ist nicht gut geendet letztes Mal. Warum wackel ich so beim Laufen? Mich verletzt?
hoffentlich. Hast du was dabei, was nehmen kann? Nee. Da kann ich nicht rein, ne? Nee. Oder? Ja, geht nicht. Also nicht mal wahrscheinlich deswegen, ne? Weil es einfach ein Lockdown ist, versteht man. Contact Surveillance Room. Request Unlocking. Oh Gott, okay. Alright. Na gut, ich muss zur Maschine. Nein, 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 nein. Nein, nein. Fuck my life. So wieder. Hey. Ich weiß, wenn ich zu weit weggehe von dem, dann spawnt er einfach mal in Nähe. Deswegen ist vielleicht das Beste, wirklich einfach halbwegs konsequent lauft, in seiner Nähe zu bleiben. Was ist da drin? Irgendwas. Nicht zu viel sprinten, einfach bleiben. Versuchen, irgendeinen Weg zu finden. Ich habe mich ja wieder komplett verlaufen auf dem Weg von dem weg, aber... Ich muss sagen, dass die im Dunkeln leuchtenden Augen hier nicht mal ein Feature sind, was ich gut finde. Das hat er früher nicht gehabt, da wusstest du halt einfach weniger. Und wo er kommt, dann läuft er immer aus dem Dunkeln einfach auf dich zu. Ich will ihn hier behalten. Ich will nicht direkt durchrennen, sonst kommt durch die Wand durch und dann verliere ich komplett die Orientierung, von wo der kommt. Hier ist der Schädel. Da, okay. Ich weiß nicht, ob ich weit von ihm weg muss. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss einfach eine Zeit lang ihn auf Distanz halten. Dann müsste der... Nein, nein. Okay, hier falle ich in seine Dimension rein, wenn ich da zu tief reingehe. Und wo kommt er? Von da. Uiuiui. Oh, fuck. Okay, wenn jetzt nicht gleich despawnt, bin ich im Arsch. Weg. Nein, 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 fuck. Da drin ist wahrscheinlich eine bessere Chance als draußen. Okay, okay, scheiße. Ja, absolut nichts. Solche, die Problem ist halt, ich kann nicht mehrere, was sind die Achievements? Einige, ne? Navigator Ultimate. Countered the creatures with many voices. Eric's Toy. Ah, Mann, 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 Mann. Wir haben sehr viel mit ihm zu tun und sehr wenig mit der Statue hier in meinem Run. Auf einer Seite wahrscheinlich angenehmer, um voranzukommen, auf der anderen Seite ist es wesentlich stressiger. Warte mal sehr lange, bis man hier wach wird. Ja. Ich glaube, der beste Weg ist, zu hören, von wo der kommt und dann weg von dem. Okay, ich gehe beim ersten Mal wieder hin, wo die Notiz ist. Was haben wir eigentlich diesmal? 6311. Was? Können wir speichern? Ich speichere mal. Vielleicht. Ich kann ihn nicht speichern, das ist natürlich. Natürlich ganz schön scheiße. Wer hab ich hier? Komme ich hier raus? No Man's Land. Wir haben es überlebt. Überlebt, wir haben es überlebt, wir haben es überlebt. Das ist sehr gut. 6311.
Was ist das? Revision Eyedrops. Ah, unsere Augen fühlen sich besser, müssen nicht mehr drauf blinzeln. Das ist natürlich nett. Bin ich denn hier? Ein Heal Kit? Bin ich verletzt? Ich weiß nicht. Nee, ich lasse es lieber. Ich bin verletzt. Ich glaube, wir müssen das machen. Wir wandeln so super schwach hier rum. Ey, das ist gut, dass gut, dass wir rausgekommen sind. Okay. Ich speichere einmal. Level 2 Keycard, thank God. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Noch eine Batterie, die mache ich auch mal da rein. Ja, das Ding ist jetzt ziemlich gut. Okay. Ich habe immer noch ein bisschen Pain. Wir sind immer verletzt. Ist hier sonst noch was? Okay, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt hier. Ich glaube, von hier aus können wir tatsächlich vorankommen. Ist die immer verschlossen? So. Die Karte hier, die habe ich. Die habe ich tatsächlich. Sind wir überhaupt? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Jetzt sind wir rein müssen. Ich meine, es war ein Sarg, der einfach nur ein Sarg ist, der im Endeffekt nichts Besonderes ist, aber alle Aufnahmen davon, deswegen steht auch das hier, alle Aufnahmen davon, zeigen ganz, ganz seltene Bilder, die, ich glaube, dich umbringen, wenn man die zu lange sieht oder sowas. Das ist auch eine interessante Idee, weil das Ding in echt ist anscheinend komplett ungefährlich. Aber sobald man eine Aufnahme davon sieht, wird es gefährlich. Und ich glaube, sobald man das Ding einmal wahrgenommen hat, sobald wir hier reingehen, unsere Sicht zieht immer da drauf. Und ich kann euch ja einmal zeigen, wie es aussieht, oder? Ich weiß nicht genau, was man sieht, aber... Ich weiß nicht, ob man direkt stirbt, aber... Direkt tot, ich glaube schon. Und was stirbt man? Steht das da? Und ich meine, es gibt halt, wie gesagt, ein Computersystem, was auch ein SCP ist, was wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass die ganzen Ausbrüche passiert sind, was irgendwann anfängt, die Aufnahmen von den Dingen auf alle möglichen Bildschirme in der Area hier einfach zu projizieren. Da muss ich ganz vor allen Bildschirmen aufpassen. Okay, er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Die denken nur, dass es an dem Ding hier liegt, die wissen es aber nicht. Okay, und normalerweise hat es eigentlich keine Video-Equipment betreffen können, was so weit von dem Ort weg ist. Und jetzt machen sie sich nur Sorgen, dass das Ding stärker geworden ist. Button, Keycard, Keypad, DNA-Scan, Elevator. Ah, okay. Alright. Ja, was ist das denn Neues? Ach, das ist das Ding, wo wir eben waren. Ja. Na gut. Ich hab's gesehen, das Ding ist scheiße gefährlich. Ach nee, da, das. Ist das das? Ja, ist es. Okay, nicht da drauf gucken. Wie ihr es mitbekommen habt, offensichtlich. Haben wir irgendwas zum Heilen noch? Ne, hat nichts mehr, ne? Okay, gehen wir mal da runter und schauen uns das Ding wirklich mal an. In Person. Die Sache ist halt, ich meine, das Ding selbst, wie weit das unter der Erde ist, ist relativ ungefährlich. Was ist hier überhaupt? Das ist natürlich scheiße. Oh, doch, ich erinnere mich. Was? Reihekarte. Die nehme ich. Notiz mache ich da rein. Night Vision Goggles. Auch gut. Gott, okay, irgendwie weg. Überleben wir das? Oh, das ist natürlich. Vorbeirennen. Ach du Scheiße, jetzt wird's ernst, ja? Hinter. Oh nein, hinter uns. Okay, wir sind hier drin. Ich glaube nicht, dass wir nochmal rauskommen können. Ich glaube, sobald wir einmal drin waren, sind wir im Arsch, oder? Ich gehe mal davon aus, dass das mit der Dreier-Keycard da triggert, sobald wir
Das Vieh getriggert. Ich meine mich zu erinnern, sobald man einmal an den Sarg rangeht, triggern wir automatisch einen alten Mann. Und der will uns dann halt einfach jagen. Ich glaube, wir haben damit mehr oder weniger schon fast einen sehr guten Weg getriggert, um rauszukommen. Aber das Spiel will das natürlich dann verhindern, indem es dann wahrscheinlich die Sachen ein bisschen in den Weg wirft. Kann ich hier raus? Wir können wieder was sehen. Okay, sind auf jeden Fall schwer verletzt. Natürlich nicht so gut. Haben wir irgendwo eine Notiz wieder, damit wir wissen, wo der richtige Weg ist? Und vielleicht folgen sollten? Ich habe keine Ahnung, Mann. Wir nehmen den hier. Okay, aber wir haben eine Zweierkarte. Ich weiß auch nicht mal, ob es sich lohnt, von der 2 auf den 3er zu upgraden, damit einen super gefährlichen Weg zu haben mit den beiden hinter uns. Ich glaube, wenn ich gleich neu lade, ich nehme nur die Zweierkarte und verschwinde mit der. Ich scheiße auf die 3er. Okay, beeilen. Wir werden ja vielleicht umgestampft von so einem Ding, oder? Ich weiß nicht mal, ob man von denen erwischt werden kann. Oder ob das einfach nur da ist, um uns Angst zu machen. Aber ich renne einfach wie blöd geradeaus. Und hoffe, dass ich hier durchkomme. Ach, leck mich. Die Arschlöcher. Die Arschlöcher. Okay. Wo waren wir denn? Wir waren hier. Wir gehen da nicht runter, oder? Wir behalten unsere scheiß Zweierkarte und sind zufrieden mit der. Ich glaube, das ist smarter. Ich glaube, wir können die 2 einfach upgraden. Warte mal, ist die Statue einfach hier oder ist die eben gespawnt, weil wir den Unsinn gemacht haben? Warte, können wir überhaupt anders raus? Ja, ich glaube schon. Ich bin mit der 2 zufrieden. Ganz ehrlich. 049. War das nicht der PC? Ob zu dem runter könnte interessant werden. Vielleicht können wir was für den machen. Ich weiß nicht, ob es für den ein Ende gab. Es gibt verschiedene Wege, wie man hier rauskommt. Oh, wir brauchen die Night Goggles, oder? Fuck. Secondary Power Control. Elevator Location. Okay, geradeaus. Hier ist eine Tür. Hier irgendwo. Hier ist irgendwo ein Generator. Gehen wir von aus, der PC will, dass wir das machen. Nehmen wir mit? Natürlich nicht. Ja? Location unknown. Ich sehe halt nichts. Hier ist was. Wahrscheinlich haben wir ihm damit geholfen. Wahrscheinlich haben wir mit irgendwie mehr Kontrolle über die Umgebung verpasst. Ach nee, scheiße, 049 war der Doktor. Oh ja, das ist nicht so gut. Ja. Der verwandelt Leute quasi Zombies. Oder? Kann ich den Helm anziehen, dann vielleicht einen Schlag überleben oder so? Ich glaube nicht, dass wir an euch vorbei können. Okay, kann ich hier vorbei rennen? Vielleicht. Fuck. Kann ich dann irgendwas finden? Ich habe irgendwas umgeschaltet, ich weiß nicht was. Ich habe einen Generator umgeschaltet. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Gott. Shit. Okay. Das ist gut. Oh fuck, aber ich komme nicht vorbei. Was? Wer dreht mich um? Warum? Hier raus wieder. Okay, wir haben gerufen. Haben wir irgendwas Neues bekommen durch den Unsinn?
Ich weiß nicht mehr. Wir haben irgendeinen Generator umgeschaltet. War das gut? Es kann sein, dass das verdammt wichtig war. Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls überlebt. Ist der hierfür? Holy shit. Okay, ich glaube, wir machen sehr guten Progress. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Okay, was ist hier? Locked, darunter gehe ich nicht nochmal. Vielleicht haben wir da unten echt irgendwas bekommen oder irgendwas gut gemacht. Wir schicken nicht einen alten Mann wieder hin, das wäre sehr lieb. Ich meine, wir haben... Rennt gleich wieder jemand durch? Nein. Wir haben einen Code. Wir haben eine 2er Keycard. Ich bin einiges... Was? What is going on? Ah, Keycard brauchen wir dafür. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ach, wir sind in dem Raum mit... Wo die Teddys waren, ne? Glaube ich. Keine Ahnung. Was ist gerade passiert? Fühlt sich an, als wäre hier irgendwas mit mir in diesem Raum. Ja? Das Gefühl, irgendwas anderes ist hier mit dir, aber du siehst nichts. Oh nein, okay. Ich mach's mal. Nehmen wir das damit? Ja. Okay. Ich meine, es sind Wesen. Es gibt einen sehr coolen Testbericht über die, die quasi überall in unserer Umgebung mit uns existieren, aber nur was gegen Leute machen, die auch wahrnehmen. Oder die wissen, dass die da sind. Aber sobald du die einmal siehst und dann irgendwas machst mit denen, da wo die stehen und irgendwas kann, einen Ball durch die durchwirfst oder sowas, machen die schlimme Sachen mit dir. Und die scheinen quasi überall zu existieren. Shit. Ja, da komme ich nicht weiter. Oh Gott, fuck. Das ist jetzt doof, ey. Alle Richtungen sind scheiße. Ich habe wahrscheinlich niemals diese Brille anziehen dürfen, aber jetzt weiß ich, dass sie da sind. Jetzt killen die mich. Im Arsch. Moment, der kommt gleich da. Die sind da. Komm ich an denen vorbei? Vielleicht kann ich hier zwei Türen zumachen. Ja, der will hier nicht rein, ne? Der will hier irgendwie nicht rein. Komme ich an euch vorbei? Vielleicht muss ich bei euch einfach halbwegs friedlich sein, einfach an euch vorbeigehen. Oh, das ist jetzt doch nicht euer Ernst. Alles auf einmal oder was? Oh, ja, gut. Natürlich. Natürlich. Orange Healing Duck. Schön. Okay, wir wissen, was hier ist. Fuck, ich glaube halt. Kann ich überhaupt weiter? Wenn ich die einfach ignoriere, kann ich hier weiter? Bin ich denn eben lang? Ja, hier war ich lang. Ja, das ist normal. Okay, ich habe das Gefühl, irgendwas ist. Kann ich an denen vorbeilaufen? Ich weiß nicht, dass die existieren. Ich gehe einfach durch. Oder was hier? Hier sind die, glaube ich. Ich glaube, ich laufe gerade durch hier durch. Ich wurde auch so ein bisschen weggedrückt. Aber ich weiß ja quasi nichts von deren Existenz. Also kann es ja sein. Was ich hier machen muss. Aber vielleicht komme ich hier weiter. Okay. Kannst du irgendwas in deiner Nähe fühlen? Hier, hier sieht gut aus.
Scheiße. Das ist natürlich ganz schlecht. Ich glaube, wir müssen hier vorbei. Ja. Was ist das hier? Ich muss einfach rückwärts versuchen, irgendwie von dem Ding wegzukommen. Ich laufe gleich irgendwo rein, sterbe einfach. Wie es natürlich zu machen kann. Holy shit, ich bin tot. Bye. Ach du Scheiße. Leck mich doch. Ist das rough? Ups. Okay, aber ich glaube, ich muss da lang. Das ist halt, das ist alles so fies aufgebaut, ich muss da wahrscheinlich lang, oder? Okay, wo war eben der Weg, wo ich wieder von diesen... Nein, von hier bin ich gekommen. Das ist scheiße. Ah, ich bin tot. Fuckt. Ist sie hinter, oder? Ah, andere Seite. Pff. Okay. Scheiße, ich glaube, das ist jetzt jedes Mal mit mir unten. Das ist nicht gut. Ah, okay. Muss ich lang. Ist es hier. Ne, fuck, da war ich eben. Okay. Ich weiß, ich meinte es mit dem Permadeath-Ding, will ich hier probieren, aber ich glaube, ich bin relativ weit. Ich würde es gerne versuchen, irgendwie hier vielleicht zum Ende zu kommen oder so. Und es wird sehr schwierig, irgendwas auf die Reihe zu bekommen, während der die ganze Zeit direkt neben uns ist. Deswegen nutze ich gerade die Chance, wenn er irgendwie jetzt. Das ist gut. Okay, meine Frage ist jetzt, was mache ich von hier aus? Ich weiß nicht, ob ich die sehen soll, ob es gut für mich ist. Das heißt gut für mich, ihr wisst, was ich meine. Ob ich vielleicht einmal sehen muss, vielleicht öffnen die was für mich oder so, was sonst zu ist. Hier ist der Scheiß. Ich meine, ich war hier eben an irgendeinem Ort. Speichere ich hier mal? Komm, ich speichere hier mal. Es kann sein, dass es super dumm war. Spawnt er hier jedes Mal? Ja, ich glaube schon. Vielleicht kann ich irgendwie... Oh, ganz dumm. Oh, ich habe nicht auf meinen Timer geachtet. Vielleicht kann ich über die Tür zuschließen, dann irgendwie von dem weg da an der Stelle. Ich glaube, das spawnt aber echt jedes Mal. Okay, wo war das? Hier? Ja, hier. Okay, ein Blinzel. Okay, vielleicht kann ich hier reinlocken einmal. Näher. Dieser Scare-Sound, ne? Ich glaube, ich bin zu verletzt und kann deswegen nicht mehr sprinten. Ich blute auch die ganze Zeit. Bin nicht so gut. Ich blute aus tatsächlich. Bin noch schlechter. Ich glaube, ich halte es nicht mehr lang durch. Scheiße. Teddy! Danke, ich weiß, ich liege im Sterben. Kannst du mir helfen? Ja, kann ich das machen mit dir? Oh, ein schönes Zeichen, was du da gemacht hast. Hat er die Tür für mich geöffnet? Helfen die mir? Ich bin klar, das ist wahrscheinlich kein gutes Ende. Nimmt das? Was haben wir hier drin? Nein, nein, auf keinen Fall. Nichts machen. Oh Gott, die greifen mich an, oder? Ich glaube, ich wurde verletzt, weil ich in die reingerannt bin. Kann ich irgendwas machen? Ich bin so gut wie tot, Mann. Kann ich mich irgendwo hinschleichen? SCP-008. Könnte gut sein, die Richtung. Wieder runter? Oder können wir einfach raus in irgendeine Richtung? Wir schaffen es nicht mehr weit, man. Das ist gut. Oh, damn it.
bin ich. Ich glaube, man darf nicht in Dinger reinlaufen. Wachs nicht weit. Nee, das geht nicht mehr hiermit. Okay. Können wir neu landen, wir gehen gleich drauf. Ah, scheiße. Okay, vielleicht können wir trotzdem irgendwie an dem Film vorbei. Ist gut time. Okay, ich lock dich einmal wieder raus. Ich glaube, ich bin verletzt, aber ich bin noch nicht so verletzt. Okay. Wir nehmen das Bild von dem diesmal nicht an. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Liegt hier eigentlich? War nicht das, oder? Ich weiß nicht. Bloodstained Note. God in heaven, hell, I think the wall cracked or the floor, keine Ahnung. Ihr könnt es gerne lesen. Ich versuche zu überleben. Obwohl es mich ja schon interessiert, was da ist. Okay, ich meine, hier ist... Geh mal runter. In 008 könnte der PC sein. Vielleicht hilft der uns in irgendeiner Form. Vielleicht können wir was für den machen. Vielleicht hat, weil wir... Ich meine, doch vielleicht mag der uns. Nee, was war 008? Irgendwas anderes? Biohazard. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht, was das ist, aber wir gucken mal nach. Den an. Why not? Vier oder höher. Okay, das ist ernst. Es gibt eine Vierer? Nee, das geht nicht. Hier? Geht auch nicht. Alright, na gut. Wir haben ihn zumindest dabei. Kann nicht mitnehmen, ne? Oh, der will irgendwie zu Tode erschrecken, wenn der wieder rumsitzt. Whatever. Okay. Ich speichere hier einmal. Können wir dann nicht? Natürlich nicht. Hier unten speichern soll. Unten war ich safe. Scheiße. Hier gesaved. PC. Hier lang. Ich glaube, das ist der PC. Mit Game. Oh nein, warum crasht das Spiel so oft, Mann? God damn it. Okay. Ich habe echt das Gefühl, dass sie relativ weit sind. Ich weiß nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der PC in irgendeiner Form will, dass wir irgendwie die Generatoren umschalten, dass wir das wieder unten gemacht haben, was wahrscheinlich jetzt nicht einfach war. Ich würde gerne zu dem. Ich kann mir vorstellen, dass der uns irgendwie rauslässt, weil wir ihm was Gutes getan haben. Der will wahrscheinlich halt der Menschheit nichts Gutes tun. Weil wir wahrscheinlich jetzt irgendwie sein System erweitert haben, irgendwie Möglichkeiten gegeben haben. Wurde ich direkt gerade geschlagen? Ein Scheiß. Aber ich glaube, ich kann auch rennen. Ich bin nicht komplett tödlich verletzt. Was ist hier unten? Ja, ich mach alles für dich, lass mich raus. What the fuck is going on? Sieht er mich? Sind wir 682? Nee, Mann. Ach, du bist hier. Nee, du nicht. Lass mir Ruhe. Oh no. Ja. Yeah. Wir sind Zombie geworden. Oh no. Ah ne, wir sind am Gas gestorben. Das ist natürlich viel besser. Ja, what the fuck? Fuck, ist der hier bei uns? Ich will ihn eigentlich nicht hier bei mir haben. Fuck, das heißt ja, der Doktor ist die ganze Zeit nur uns her. Das ist absolut nicht gut. Wo ist der denn? Ist er hier hinter? Ich glaube ja. Okay, fuck. Ich glaube, wir müssen irgendwie von ihm wegkommen.
Wir haben permanent diese ganzen unsichtbaren Dinge in unserer Umgebung. Wir sind richtig im Arsch. Wir kommen einfach halb blutend, möglicherweise irgendwann hier raus und sterben wahrscheinlich einen Meter, nachdem wir hier rausgegangen sind. Ich gehe da gar nicht runter. Oh nein, er ist da. Scheiße, 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 scheiße. Lass mich in Ruhe. Ja, hier ist jemand anders, aber du darfst nichts davon wissen. Wir müssen da hinten hin. Fuck. Der weiß halt einfach, wo wir sind, oder? Kommen wir nicht durch. Der killt uns einfach. Hi. Shit. Ich war, kann ich an dem vorbei oder blockt er echt an meinen Weg? Aua. So tödlich verletzt, ne? Okay, vielleicht bin ich direkt einfach straight. Versuche, um ihn lang zu gehen. Vielleicht rafft er gar nicht, wo ich bin. Aber ich glaube, der hört uns einfach. Wahrscheinlich riecht er uns auch. Damit bluten. Der wahrscheinlich einen Sinn dafür hat. Ja, wir müssen so ein paar Wege, die hier aufgezeichnet werden, um es hilft uns halt einfach einen Scheiß. Wenn ich hier reingehe, habe ich die Gasmaske noch? Ich hab die Da kann ich gar nicht rein. Ne? Oh. Nicht der Moment, Mann. Kann ich zumachen? Bin ich mir nicht sicher vor dem. Ich hab lieber im Gas. Ah, der kommt auch rein. Er hat eine Gasmaske an, das hat einen kleinen Vorteil. Okay, komm, das kann ich mir killen lassen von dem. Ach, scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. Wahrscheinlich nicht in die Richtung gehen, ne? Wahrscheinlich ist das die Lösung, aber... Oh, da ist ein Teddy. Oh, da hinten ist eine Tür. Ich will da raus. Was, wenn ich hier schleiche? Weißt du, wir still, weil wir wurden gerade nicht mehr gehittet von dem Vieh. Vielleicht kann ich irgendwie dran vorbeischleifen. Kann ich hier zumachen? Hört ihr das? Ich speichere nochmal. Ich weiß genau, wo wir sind. Instant. Ratings. Ich weiß nicht, woher das weiß. Vielleicht, weil wir die Tür gerade aufgemacht und zugemacht haben. Ich wäre das dumm. Ja, vielleicht hörte die Tür. Kann sein. Und darunter. Bringt er mich hier hin? Scheiße. Friend, you. Auch kann ich. Also heißt, was passiert jetzt? Bin ich gleich erschossen? Finde ich ganz lustig, wenn das einfach unsere Zukunft quasi voraussagt. Wie soll ich gleich um die Ecke erschossen werden aus dem Nichts? Sind wir? Keine Ahnung, Mann. Drei oder höher, ja, den haben wir nicht. Würde er gern. Ja, das ist doof. Oh! Ja, wir können nicht mehr rennen. Das war's. Wir sind fucked. Aber warte mal, falls wir irgendwann ihm vorbeikommen sollten. Das hier ist wahrscheinlich die eine Möglichkeit durchzukommen. Speicher. Okay, vielleicht wird er ein bisschen aufgehalten von Türen. Oh, yeah. Wenn dahinter jetzt nichts ist, wo wir weiter können, dann bin ich echt, dann bin ich verloren. Dann bin ich echt verloren.
Wir haben so viel dämliche Scheiße überlebt, die wir nicht hätten überleben sollen. Wie unser Charakter verdient es langsam, wirklich hier rauszukommen. Was jetzt passiert? Dreh mich nicht um, du Arschloch. Irgendein Bewusstsein ist so scheiße, wollte ich wieder umdrehen. So, wir speichern jetzt. Wir machen die Tür zu und hoffen, dass wir irgendwie rauskommen. Wo sind wir? Da gehe ich nicht lang, weil da könnte das Ding, glaube ich, spawnen. Hier ein komisches Stück da. Und look at me. Oh no, shy guy. Ja, den darf man wirklich nicht anschauen. Das ist schlecht. Okay, das ist ganz schlecht. Wie viel bitte auf einmal, Mann? Das kann's doch nicht. Kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist nicht lustig, Mann. Oh nein. Wo lang? Das ist so ein 50-50, ob wir hier raus können oder nicht. Okay. Richtiger Weg. Hoffe ich. Wir sind so fucked, ey. Okay. Wir müssen immer wieder den richtigen Weg wählen und hoffen, dass wir irgendwie... Da ist die Maske, die versuchen irgendwie zu manipulieren. Da gucken wir jetzt nicht nach. Das ist nicht der Moment dafür. Kann man da durchrennen? Probier's. Nein. Okay, wir sind einfach tot. Ah, scheiße. Okay. Wo kam der eben? Ich weiß nicht mehr, wo der kam. Vielleicht können wir anders laufen, triggern den nicht. Wahrscheinlich nicht. Der kommt gleich einfach, oder? Wir müssen ja irgendwie den richtigen Weg hier rauswählen und hoffen, dass wir ihn finden. Ey, die Welt ist so groß, ne? Das ist so für'n Arsch. Ja, natürlich. Bei Nova sollte ich mich wahrscheinlich von ihm erwischen lassen, ne? Das kann ich ja theoretisch auch noch überleben. Unwahrscheinlich, aber es geht. Überlebe ich wahrscheinlich, aber wenn ich ganz schnell von ihm wegkomme. Fuck, da war ja doch das Tor, ne? Hier geht's gar nicht weiter. Scheiße. Ja. Aua. Komm doch auf. Ich komme irgendwie hier durch. Laufen wir irgendwo lang. Vielleicht finde ich hier zufällig den richtigen Weg. Lang. Den Weg fühle ich. Der ist es. Ich weiß nicht, ob man hier raus. Ich glaube, man kann hier raus. Also von dem Abschnitt hier. Ja, okay. Bring einfach mal rein. Ja, wir sind rausgekommen. Holy shit. Holy shit, okay. Never mind. Good one. Good one. Hat uns verarscht, sind wir einfach gefangen hier drin, für immer. Ist ein Fakt, oder? Muss ich da runterspringen? Das Problem ist halt, ich habe gespeichert. Hier sehe ich nichts, auf der anderen Seite habe ich ein bisschen was gesehen. Ich glaube, da wo ich ein bisschen was gesehen habe, ist wahrscheinlich die bessere Idee, oder? Hier runter. Oh Gott. Oh nein. Hier ist man gefangen, oder? Ich meine, hier ist man gefangen. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist man... zumindest. Jesus. Holy shit.
Kann ich hier raus? Unwahrscheinlich. Nein, nein, nein. Okay, ich denke mal, die kommen hier regelmäßig durch. Das ist so ein Weltkriegsding, dass es quasi Bomber sein sollen. Wir halt in so einem Schützengraben sind, mehr oder weniger. Also irgendwie so eine Horrorvariante. Horrorvariante klingt dumm, wie soll ich meine, so eine SCP-Variante davon. Kann ich hier durch? Boah, es ist wirklich schwer von dem wegzuschauen. Ich bin gleich tot. Okay, ich packe hier nicht mehr viel. Wahrscheinlich kann man hier durch, wenn man nicht verletzt ist, aber nicht in meinem Zustand, ja. Okay, was passiert, wenn ich die anschaue? Ich will es mal wissen. Gar nichts. Ja, wir werden gleich ohnmächtig. Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Ich pack's nicht mehr. Fuck. Okay, was, wenn ich die andere, was, wenn ich an Seite runterspringe? 966. Welche waren das nochmal? Ich glaube, das sind die, die sich im Rand deiner Vision immer zeigen, wenn du irgendwann panisch wirst und die ganze Zeit merkst, du wirst verfolgt. Und hier ist. Oder waren das die? Ich weiß nicht, welches waren, aber das Vieh hier scheint dich erst dann zu jagen, wenn es sich so lange wach gehalten hat, dass du einfach nicht mehr kannst. Ich spring einfach runter. Okay, die sind vielleicht besser. Alles, was ich machen kann, ist einfach hoffen, dass ich durchkomme, ne? Problem ist halt, ich bin wirklich schwer verletzt. Wahrscheinlich haltest du echt nicht mehr lang durch. Deswegen muss ich einfach hoffen, dass ich einfach irgendwie überlebe. Wo kam hier das Ding? Das hat mich letztes Mal echt gekillt. Ich warte direkt davor. Ja, jetzt durch. Ja, wir sind wirklich raus. Wir müssen einen Erfolg bekommen. Nein, das ist so ein Wichser, ne? Ey, das ist so ein Wichser. Ja, wir lassen uns hier runterspringen in der Fake-Welt, um uns dann zurück in die Fake-Welt zu schicken. Komm, fuck you. Nehme ich hin. So. Haben wir jetzt irgendeine Chance, hier rauszukommen? Ich glaube nicht. Aber ich probiere es. Bewege mich zumindest dabei. Komme ich hier voran? Bin mir nicht sicher, ob mich das wirklich verletzt oder ob mich das nur ablenkt. Kann sein, dass es mich nur ablenkt. Ah, ich bin nur echt fucked, glaube ich. Ich bin echt fucked. Das blockt doch meine Sicht, hilft das nicht? Ich glaube, ich werde verletzt die ganze Zeit, wenn ich hier die Dinger anstarre. Ist hier was? Ein Ausgang? Hier ist ein Ausgang. Gibt's ja gar nicht. Ich will echt, ich will einen Preis dafür, dass ich hier durchgekommen bin. Gib mir irgendeine Belohnung, bitte. Wieder hier drin. Das ist nicht deren Ernst. Wo bin ich jetzt? Bin wieder raus. Auch Heilung, Mann. Bin wieder hier drin. Ich war hier schon so oft. Das bringt mir nichts mehr. Ich muss mich heilen. Nichts mehr zum Heilen.
Ich bin dann. Das war's. Ich raus. Ja, gut. Gute Nacht. Ei. Ich finde aber, glaube ich, ganz ehrlich, das ist so für meine Reise hier durch vielleicht sogar irgendwie ein ganz cooles Ende. Einteilertechnisch. Ich weiß nicht mehr, was die Enden waren. Also eins weiß ich noch, man musste da irgendwie durch ein Gate kommen. Und ich glaube, da konnte man einfach mit dem Code von, hier, den wir halt sogar haben, tatsächlich. Maynard, wo ist denn das? Geht ihr ab. Drehen wir durch. Wir sterben einfach. Ja, mit dem Code, den wir sogar haben, von Dr. Maynard, meine ich, müssen einfach durch seine Tür durch und dann können wir, glaube ich, zu irgendeinem Security-Abschnitt durch ein Gate abhauen. Ich glaube, dafür braucht man wahrscheinlich den Helm, weil ich weiß, da laufen viele von den Wachen rum, die können abknallen, die killen dich halt sehr schnell. Das wäre ein Ausgang gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass in der Version ja auch irgendwie eine Möglichkeit gibt, rauszukommen, indem wir mit dem Computer interagieren, weil ich glaube, wir haben tatsächlich den Schalter, den wir umgeschaltet haben, ich glaube, der gibt ihm irgendwie mehr Freiheiten oder sowas und mehr Möglichkeiten, Sachen zu öffnen. Ich denke mal, dadurch waren wir auch, glaube ich, auf dem halben Weg, was zu machen. Hey, goddammit. Aber ich finde, das hier ist für unseren Charakter ist eine gute Story. Wir drei oder vier Mal von dem Typen einfach. Wir sind mit echt vielen Sachen unterwegs gewesen. Wir haben mit vielen Monstern interagiert und vielen Wesen. Also ich wäre echt zufrieden, wenn das die Story von unserem Charakter wäre. Und die jetzt einfach tragisch endet, wir drin jetzt einfach verblutet sind, weil wir einfach mehrere Male mit dem Mann in seiner komischen Pocket-Dimension da waren, der uns wahrscheinlich jedes Mal mehr verletzt hat. Wie durch irgendwelche komischen Weltkriegs-Albtraum-Sequenzen da durch sind. Und dann jetzt hier vielleicht verblutet sind. Wie gesagt, das Spiel ist gratis. Komplett gratis. Ich habe es euch unten verlinkt. Das ist die Ultimate Edition. Keine Ahnung, wie die heißt. Es gibt die. Whatever. Ich glaube, das ist die empfehlenswerteste Version. Ich weiß nicht, ob die Unity-Version, die irgendwie auf Steam erhältlich ist, sondern nicht anders ist, aber anscheinend ist es halt nicht von dem originalen Macher. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall nicht von dem Team halt, was das Spiel entwickelt hat. Vielleicht ist die auch ganz nett. Wenn die sehr viel anders ist, dann schreibst du mal in die Kommentare, dann gucke ich mir die vielleicht auch nochmal an, mach dazu auch nochmal einen Teil und einen ausführlichen Run wie den hier. Aber ich bin hiermit sehr zufrieden. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt ein Ende sehen. Wenn ihr es selbst sehen wollt, spielt es gerne selbst. Das Spiel ist großartig. Es ist sehr, sehr stressig. Seid ready dafür. Das ist eins der Horror-Games, die keinen Spaß zu spielen machen, aber dadurch halt wirklich eine Experience sind. Alles daran versucht halt wirklich davon abzuhalten, irgendwie herauszukommen. Dadurch, dass die Maps halt randomized sind, ging dadurch schon einen fetten Bonus. Das ist schon sehr gut gemacht. Du kannst halt Glück haben und direkt am Anfang irgendwie deine eigene Karte finden, dann halt irgendwie Probleme haben, einen Ausgang zu finden oder so. Oder du irrst halt wie beim ersten Run einfach ewig rum und findest halt einfach nichts. Das ist cool gemacht, weil dadurch hat irgendwie so jeder Charakter, den man spielt, seine eigene Story. Und du kannst ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, Roleplayen und dir halt denken, wie die Story deines Charakters ausgeht oder warum er halt da gelandet ist und warum diese Wege führen muss. Und hat dann halt deine eigene Story-Momente. Ich finde, unser Charakter hat eine gute Story bekommen. Nicht gut geendet, aber die Story selbst war sehr stark. Deswegen hier Map-Seed, wenn ihr genau meine Map weiterspielen wollt, müsst ihr hier LXCA, dann könnt ihr exakt das spielen, was ich halt gehabt habe. Sonst ja, ey, wie würde ich es bewerten? Es ist immer noch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr stark. 8,5 oder so wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt auf die Leute, die das Spiel vielleicht damals nie gespielt oder gesehen haben und jetzt einfach neu bewerten müssen, wie sie es finden. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, warum ich es damals lange Zeit eines der grusigsten Spiele ever fand. Es ist einfach nur von Anfang bis Ende. Ich finde, das Spiel hat was sehr, wie soll man sagen, es hat was Bösartiges an sich. Als ob es halt wirklich nicht will, dass man spielt. Alles davon will dich abhalten, dass du irgendwie da durchkommst. Und es ist permanent wirklich nur extrem stressig. Du kannst so Pech haben, dass einfach die Viecher zum falschen Zeitpunkt an falschen Orten sind. Dann bist du einfach im Arsch. Es hat einen sehr eigenen Flair. Also das Sounddesign, die Umgebung, es ist alles so dreckig und düster. Und es ist einfach alles sehr abgefuckt. Diese Pocket-Dimension, die dich verschwommen sein lässt, die ganze Verletzung, die man haben kann, durch die man nicht mehr weiterkommt, das Blinzeln. Ich finde es alles sehr stark. Ich glaube, eine 8,5 werde ich dem Ding immer noch geben. Es hat nicht mehr ganz einen extremen Einfluss auf mich, wie es halt damals hatte. Natürlich, ich habe jetzt sehr viele andere Sachen mittlerweile gespielt, aber es hat diesen Classic-Status absolut verdient, finde ich. Wenn ihr wollt, jetzt vielleicht nochmal die andere Edition oder so spiele, schreibt es mir in die Kommentare, dann gucke ich mir die vielleicht auch nochmal an, aber ich bin hiermit sehr zufrieden als meine Story. Ich finde es eigentlich echt cool, wie es hier einfach zu Ende ging, wie wir es wirklich auch festhängen und einfach nicht mehr weiter können, weil wir halt
vielleicht für alle Ewigkeiten einfach in den Pocket Dimension festhängen. Und das, storytechnisch und videotechnisch finde ich ein sehr guter Abschluss, wie einfach unsere Story hier jetzt endet. Vielleicht konnte ich ein paar Leute begeistern für die Thematik selbst, weil es gibt wirklich, wie gesagt, einige sehr gut geschriebene Segmente in dem SCP-Ding. Ich verlinke euch auch mal den Channel von Vervolgund, oder ich glaube, ich verlinke euch eine Story, die ich von ihm sehr gut fand oder sowas. Ich gucke mal, ob ich irgendeinen finde. Und da könnt ihr vielleicht ein bisschen durchgucken. Vielleicht finden ein paar Channel auch ganz interessant. Weil der macht das sehr gut. Der macht da sehr gute Arbeit mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem nächsten Mal. Euer Cropped. Bis dahin. Bye.